Habt ihr euch auch schon mal gefragt, was passiert, wenn Hermine und Dobby ein Baby bekommen? Nein, ihr seid komisch. Wir machen dafür ein Genetikexperiment und suchen als erstes Hermine in der Galerie. Und dann suchen wir natürlich auch noch Dobby. Als Erwachsenen, bitte. Wie wär's mit dem? Wow, ist der gut getroffen. Hier unten links drücken wir dann auf Genetikexperiment. Dobby ist das erste Elternteil, Hermine ist das zweite Elternteil. Und so wie dein Kleinkind von ihnen aussehen. Was ist mit ihren Haaren? So sieht sie als Kind aus. Und jetzt wird's spannend. Wie sieht sie als Erwachsene aus? 3, 2, 1. Definitiv sehr interessante Gene, aber